Nenerin. Oh, nice. Oh, nice. Ja, wie soll ich mich jetzt hier hochbauen, Danny? Das dauert voll lange. Ich bin quasi genau über dir. Ich sehe schon. Ich bin weit runtergekommen. So, wo bist du ungefähr? Guck mal hier. Achso, ja, jump mal runter. Guck mal, ob du überlebst. Ich jump mal runter. Ich hab kein Leben. Ja, warte, ich muss linsen. Warte mal. Da, dann gehe ich hier rüber. Das müsste eigentlich nach Adam Riese genau hier sein. Das ist irgendwie so eine Katze auf dem Baum. Nimm Schleim mit. Ja, mach ich gleich. Okay. Irgendwer braucht Schleim, ne? Digga, diese Schalker sind das nervigste der Welt, ne? Asoziale Schalker! Ich bin da, Danny. Warte, mach nicht. Nicht schlagen, nicht schubsen, sonst bin ich gleich auch tot. Nee, alles gut, Michi, alles gut. Okay, erstmal den Federn. So, geil. Und jetzt? Habe ich ihn perfekt hochgebaut. Puh. Ja, und jetzt, gebe ich dir... Warte. Das hier. Und jetzt müssen wir uns irgendwie runterbauen. Kannst du... Kann man, ach, wir können ja nicht zu zweit auf eins, ne? Digga, das ist ja, ich jump einfach runter und du baust dich... Nein, mach hier, Danny, guck mal. Geh auf das Ding hier, auf den Stein. Okay, na gut. Und dann bau dich einfach runter und ich spring einfach runter. Runter? Ah, was? Hast du ein Bad oder beantwortest du es auch nicht? Boah, müsste ich in den Spiegel gucken? Weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich in den Spiegel gucken? Was ist das denn? Stark. Basti, pass auf, Lifehack. Nimm deine Hand, pass über dein Gesicht und guck, ob du Bart hast. Nee, warte, ich kann auch einfach nur Basti, weil ich glaube, das kennt jeder. Wenn man sein Bart rasiert, dann sieht man so viel jünger aus. Oder man sieht halt allgemein so krass jünger dann aus. Vor allem bei dir ist ja dann auch krass. Ja, nee, bei mir ist nicht, nur bei dir. Nein, du hast einen krassen Bart. Nein. Bei dir ist nicht. Nee, bei dir ist krass. Ich sag ja, bei dir ist krass. Chat, bei mir ist nicht. Nein, Chat, Billy hat krassen Bart. Wenn er Bart verliert, man denkt anderer Mensch. Ich dachte vorhin auch, du hättest irgendwie noch einen jüngeren Zwillingsbruder, als ich kurz bei dir einmal reingeschaut habe. Ja, nein, Kinder. Jetzt Real Talk. Bei mir, selbst bei mir erkennt man das, dass ich ja, wirklich. Auch... Würdet ihr sagen, Bart macht viel aus? Ja, also... Also bei Willi auf jeden Fall. Bei Willi auf jeden Fall. Also Real Talk, ich kann dir vorher, nachher Bilder von mir zeigen. Man erkennt. Also, sieht halt nicht so gepflegt aus, ne? Digga, Danny, ich bin so dumm. Ich hab doch ein Boot gebastelt, den wir einfach damit runterjumpen können. So eine Pickaxe, ein Fleisch doch mal anders. Das Fleisch. Sieht aus wie 20, plus 1. Hier, schon meine Fleisch kannst du auch haben. 100% unterschreibe ich. Deine Schalkerkiste und 6 goldene Karotten nehme ich mir als Anteil. Ja, das ist in Ordnung. Start gegeben. Basti, hast du ein bisschen Quarks am Start? Digga, will ich nur am Schnorren, Mann. Geisteskrank. Ein Stack auf Lock? Auf Block oder auf Lock? Auf gar entspannen! Habe ich am Start für dich, aber also nur Quarks halt, ne? Danke, Digga. Wir Berliner, Dicker, wir müssen zusammenhalten, ne, Dicker? Ja, komm mal hier. Ja, geil, Dicker. Aber ey, nicht zu viel, komm. Nein, I swear of my life, Dicker. Danke dir, Dicker. Danny, hier sind noch 7 Diamanten. Oder das ist, also, Diamanten, das ist alles, aber kein Berliner. Doch, Dicker. Ja, wenn Icke bei meiner Herder bin, kein Berliner, rede ich mein Bester. Wenn Icke bei meiner Herder bin, Mann, keine. Ne? Und deine, Alter, ja. Wenn du das ein bisschen versuchst, dann kriegst du das auch nicht so richtig hin, wenn du so redest. Was geht? Ich brauch mal kurz deine Einschätzung. Ja, okay, dann gehen wir rein in die Mine, ne? Ja, genau, zu meinem Haus. Boah, sieht das schön Sticker aus mit Light Gray Paint. Was ist Sticker? Wo? Nein, gestern auch große Diskussion um die Glasscheiben. Du bist bei Light Gray geblieben? Ja, ja. Light Gray ist es. Dark Gray ist ein bisschen zu modern, finde ich. Mhm. Light Gray ist perfekt, weiß ist nicht so hell auch, so wie du ja gesagt hast. Gut. Gut. Ja, nee, die auch schön, finde ich. Also Esszimmer, finde ich gut. Ja, da bin ich noch am... Sind hier noch welche? Die Lichter sind noch auf der falschen Seite. Oh, Danny, ich glaube, das ist echt eine krasse Höhle. Ja, aber ich find's ehrlich, das finde ich auch cool. Habe ich noch nie so gesehen. Also, die Lampen kommen. Jump mal hier runter. Echt? Nee. Scheiße. Also, unterjumpen, weiß ich nicht. Nee, das kannst du, das schaffst du, glaube ich. Mein Gedanke ist entweder... Kannst du hier umdrehen? Ja. Hast du die Frage schon gesehen? AV? Nee. Das ist so mein Stuff. Sind hier noch welche, Chat? Okay. Ist halt super schlecht. Bruder, ich fall fast runter. Aber es war wieder eine typische Isar-Sortierung. Ja. Das kommt danach.
Ja, aber nein, ich finde die Sortierung gut. Aber ich glaube, ich würde dir sogar zutrauen, dass du in den Kisten mal irgendwann nach Farben sortierst oder so. Das habe ich mal früher gemacht. Das ist aber auch cool. Weil mein Gedanke ist, entweder geht doch, gehen wir hier mit einer Treppe runter oder ich mache hier so einen Wasseraufzug. Ja, es wird halt schwierig, ne, wenn, also, dass du jetzt hier nicht das, die Technik so ein bisschen... Ach, die Technik ist eh schon am Arsch, die mache ich weg. Oh. Die Technik muss woanders hin. Deswegen, ja, Frage, was sieht ja, geil aus, Treppe? Treppe hat schon, mehr, hat schon mehr Vibe, ne, also Treppe ja, ne? ist realistischer. Deswegen, ich würde da eher dann doch die Treppe nehmen. Wasseraufzug sieht geil aus und so, aber das wirkt unrealistisch. Unbedingt. Ich hab schon jetzt bemerkt, Digga, manchmal... Er hat einen Wasseraufzug, oder sagen wir einen Aufzug in seinen Keller, wer hat das schon? Ja, eben. Niemand. Danke. Lass es dir schmecken. Danke. Was gibt's? Kekse. Kekse? Ja. Zeige. Digga, wie knapp ich hier lebe die ganze Zeit, ist wirklich geisteskrank. Ich bin irgendwie die ganze Zeit kurz am Sterben. Gar nicht zugebaut sind, ne? Das ist so ein Ding, was einfach hier so immer bleibt. Ort. Oh, moin. Salam alaikum. Moin. Salam alaikum. Schick mal bitte die neue ID, du Penis. Ja, warte kurz. So. Ich schick dir Discord, ne? Ja, ich bin bei Discord schon am Start, ja. Moin, Monte. Moin, Willi. Willi, ganz kurz, ja, ne? Ja, mein ich hab dir geschickt. Danke. Ah, nee, gar nicht wahr. Das war Rohrt. Sag mal, Rohrt, ganz kurz. Aber mit welcher Begründung hast du mein Haus gesprengt? Bevor ich jetzt reinstepp? Stepp doch rein, das ist, dein Haus ist nicht gesprengt. Ich habe aber einen TikTok-Clip gesehen, Digga. Nein, dein Haus ist nicht... Geh rein, da ist nichts gesprengt. Mhm. Aber wie kann es denn sein, dass ich einen TikTok-Clip sehe, wo du mein Haus sprengst? Das war auf einer anderen Welt mit 1 zu 1 denselben Sachen. Das ist eine Lüge, Digga. Das ist eine dreiste Lüge. Das ist keine dreiste Lüge. Guck doch mal, dein Haus ist heil da, wie die ganze Zeit. Warte mal. Ja. Warte mal, ich habe hier was richtig Geiles mir installiert. Habe ich bei Basti gesehen. Ja. Dein LED. Oha, guck mal hier, wie geil das jetzt aussieht, Alter. Dein LED. Jetzt habe ich nicht nur LED in meinem Gamingzimmer, sondern auch in meiner Lifestyle, Alter. Hey, Mr. Pfister, ja. Wie geht's Ihnen? Long time no see. Oha. Ey, die ist so sichtig. Na, junge Dame, zeigen Sie mal Ihre Neuheiten. Ich bin auch nicht so weit. Guck dein Haus, das ist 1 zu 1 so wie die ganze Zeit. Ich guck gleich, warte. Oha! Oh, ja, doch. Cool. Wieso haben die Mizis keine Namen? Achso, hier die ist für Eli, deswegen ist sie in einem Boot. Wieso? Im Boot? Chat, ja, soll ich das Ganze? Warum ist hier kein Portal? Ah, ich bin noch, wie gesagt, Esszimmer, Wohnzimmerbereich, Küche, Eingangsbereich. Warum tickt das hier immer so, wenn man hier längs geht? Achso, das ist nämlich eigentlich eine Druckplatte, aber ich benutze das als Teller. Wie laut ist bitte seine Tastatur? Okay. Du hast ja voll viele Mizis im Haus. Mhm, dann kommen keine Creeper. Ernsthaft nicht? Haben die Creeper Angst vor Mizis, ja, oder was? Ja. Was ist denn hier oben? Hier regnet es auch rein. Ja, hier kommt später das Schlafzimmer rein, dann später kommt hier eine Terrasse hin, ein Balkon so. Ich soll Monte noch lauter stellen, Chat! Seid ihr verrückt? Wenn ich fertig bin, wird es cool. Hoffentlich. Von wem? Ach, die ist ja Roh hat seine Bude, okay. Ja. Mhm. Sieht aus wie ein Geisterhaus ein bisschen, oder? Was sieht aus? Ein bisschen wie ein Geisterhaus, wenn man so rüberschaut. Von Rohart? Oder, oder wie bei Temple Run. Also könnte es da drin spuken und irgendwie so Temple Run-mäßig irgend so ein Mysterium da sein. Sieht gut aus. Finde ich. Ich mag Rohart seine Bude. Mhm. Ich auch.
Solche Feimizis. Aber die brauchen alle nochmal einen Namen. Ja, die kriegen noch Namen. Oha, was ist das hier, ey? Und das war's? Was hast du denn hier? Wieso kommt man hier nicht runter? Ich bin gerade am Bauen. Oha, ich habe getrickst, hast gesehen, wie ich das gemacht habe. Nein, ich habe was abgebaut, damit du runterkommst. Nein, hast du nicht. Oha, hier geht's ja noch voll weit runter. Wieso ist denn da noch ein Bett? Achso, das ist mein Lager. Kannst du dich auch gerne also bedienen. Ganz, ganz offen und ehrlich, ne? Ich weiß nicht. Also. Ja? Nee. Das hier ist ja noch nicht fertig gebaut. Das ist nur vorübergehend. Also, so, damit keiner klaut, habe ich alles hier hingepackt. Aber es wurde schon geklaut, also ist eigentlich egal. Von wem? Wie viele perfekte Kisten mit Sachen hast du, Junge? Guck, die hat ja halt völlig den der hat völlig den Bezug zur Realität verloren. Digga! Du hast mehr Karotten im Sortiment als Rewe. Sieht man oben auf der Map auch Portale, Chat? Bin ich jetzt, welche Taste muss ich nochmal drücken, damit ich... Eine 8. Das glaube ich nicht. Oh ja, ich war auf dem Fußball-Event, deswegen. Das war ja ein bisschen real. Dann werde ich eine 9 sagen, okay? Ich komme hier nicht raus, Mann. Ist doch voll schlecht. Ja, ist halt, wie gesagt, noch ist es nicht so geil. Also das heißt nur fürs Verständnis, du willst hier noch mal mehr Zeit rein investieren. Kann sich jemand noch hinlegen, bitte? Ich bin noch nicht weg. Warte, ich liege. Digga, Monte, hast du dein Mikro in deiner Tastatur reingebaut? Nee, ich hab Dings, warte. Ich hatte was eingestellt. Moment. Wir hatten auch eine Klingel bei dir eingebaut, dass wenn du klingelst, dann hört man das bei mir und später bei Revis Haus. So eine. Eine noch bitte hinlegen. Notfallklingel. Bei mir? Die meinten, das ist so für Dings, für Rentner. Ja, das hat Revi gesagt. Dann kurz mute. So eine Scheiße, Alter. Was ist das hier für ein Ding? Das ist von Willi. Der hat mir ja wieder den ganzen Blick zugebaut. Was soll denn die Scheiße? Hier ist ja wieder Also Willi hat halt auch die Architektenausbildung im Schnelldurchlauf gemacht, ne? Warum? Digga, was hast du hier alles gebaut? Ja, das kommt noch alles. Hast du vor, dich hier vorzupflanzen, oder was? So. Ja, Langzeit gesehen. Biete meinen Arsch an. Und den veresse ich auch auf. Okay. Huch. Schon nie Arsch gegessen? Freunde der Sonne? Ja, ich geh kurz. Dann guck ich gleich mein Haus an. Ich geh schnell mal schlafen. Kurz mute. Kurz mute. Wieder da. Wieder da. Fisst euch, Mann. Wisst ihr, warum ich das letzte Mal gemacht habe? Weil ich gefurzt hab, Junge. Da musste ich übrigens einen fahren lassen und hab mich nur für eine Sekunde kurz gemutet. Das ist so scheiße, Junge. Mann, ey. So, was ist denn mit Schlafen, Alter? Nerv mit Schlafen, Schlafen? Ja, es fehlt einer. Einer muss doch schlafen. Warte, ich geh kurz pennen. Hier ist kein Bett. Kurz mute. So, dann gucken wir uns mal die Bude an, die Revi gebastelt hat. Die ist voll schön. Ah, die Klingel ist noch halb kaputt. Ey, Digga, wo ist mein... Warte mal. Ah, hier. Was hat Guck, warte, Monty, ich komm zu dir. Nee, Diggi, wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich weiß ganz genau, Digga, dass du mein Haus gesprengt hast. Dein Haus ist repariert? Es ist mir scheißegal, du kleiner Nutten. Das hast du nicht mal selber gebaut, du Peniskopf. Es ist doch scheißegal, Junge. Du versteh mal eine Sache. Ich zieh Paper gleich zurück, da hab ich Schwert für umsonst. Hab ich zapp abgemacht. Kann man nicht. Also sag was Liebes, Digga. Kann man nicht. Wie, kann man nicht? Kann man nicht. Betrugsfall, hast mich genötigt. Das ist Cap. Das ist nicht Cap, Digga. Komm her, hier ist dein Haus. Es ist alles so, wie es immer ist.
Für das erste Mal hier, oha. Ja, siehst du? Sieht aber mäßig aus. Oha. Also mit grünen Pflanzen hat er sich aber nicht so zu Herzen genommen. Und das jetzt hier, ich klemm. Oha. Ich glaube, da wird ein kleiner Balkon sein. Ah, scheiße. Und so eine Ebene, wo du unterschauen kannst, und hier oben ist dein Schlafzimmer. Mhm. Wenn ich jetzt hier mein Bett hinbastel, dann ist hier, also dann kann ich das andere abreißen, ne? Mhm. Ja. Oha, zeig mal. Einmal draufklicken. Ja, ja. Zeig mal deinen neuen Skin, Rohat. Wer bist du? Wie, wer bin Big ich? Big Soße. Zeig mal dein Outfit. Guck. Oh. Amoran, bist du's? Die hat ja nachgekauft, oder? Hey, warte mal, sollst du das sein? Nee, aber... Ja, natürlich soll sie das sein. Witzigerweise hatten Amorant und ich fast das gleiche Weihnachtsoutfit an am Weihnachten. Am gleichen Tag. War das gleiche. Sie hat dir nachgekauft. Nein, das war so. Doch, doch, doch. Sie hat mir das geschrieben per DM. Sie ist dein größter Fan. Wieder da. Aber was ist jetzt hier dran auszusetzen? Also ist doch alles da. Wie meinst du jetzt? Hier ist doch nichts gesprengt oder weder noch irgendwas. Du kleiner Nutten, Digga. Mach jetzt nicht so. Ich sag's dir so, wie es ist, Digga. Gib doch einfach zu, dass du die Scheiße gesprengt hast, Digga. Warum machst du jetzt einen auf Fotze? Hä? Hä? Es ist doch alles da. Digga, scheiß drauf, ja? Ich bin auch gleich da. Ich hab deine Adresse gleich vorbei, Digga. Gib den Arschbohrer. Digga, du fährst niemals über eine Stunde. Vertrau mir, Digga. Überleg dir einfach, mit was für einem Zorn ich diese Stunde fahre und wie dieser Zorn sich in dem Arschbohrer widerspiegeln würde. Also, ich kann's dir erklären, okay? Ja, erklär. Ich und Revi haben uns gestritten. Was hat mein Haus damit zu tun? Ich erklär dir die Story dahinter. Nein, ja, aber nee. Also doch, ja, aber hier, huch. Was hat mein Haus damit zu tun? Ich hab dir nichts getan. Will ich doch jetzt erklären. Okay. Also, Revi hat ja dein Haus gebaut. Ich und Revi hatten sehr, sehr doll Stress. Mhm. Ja, wie soll ich sagen, dann ist es halt eskaliert und ich habe seine Mutter beleidigt, er hat meine Mutter beleidigt, dann... Zu Recht. Dann hat er auf jeden Fall, ist er weggeflogen und wollte mein Haus sprengen. Also er wollte mein Haus sprengen, komplett mein Haus sprengen und ist die ganze Zeit auf dem Server geblieben, offstream ist er auf dem Server geblieben, damit er mein Haus sprengen kann. Und da habe ich zu ihm gesagt, lass uns miteinander reden oder ich werde das Haus sprengen, was du gebaut hast. Und damit kommen wir zu dem Punkt, du fickst mich, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe. Aber wo? Und ich weiß so oder so, na hör mal zu, Digga, du hast jetzt sogar auch den Skin an. Ich weiß so oder so, Digga, dass 70% von dem, was du mir gerade erzählst, Quatsch mit Soße ist. Nein. Weil er sehr viel dazu gemischt hat. Ja, es ist immer so. Nein. Du erzählst Märchen, Digga. Nein, ist er, Digga. Du hast Harry Potter geschaut, Alter. Ich hab noch nie Harry Potter geguckt. Danke für das Universum. Ich auch nicht. Gut, okay. Dann. Aber du, Quatsch mit Soße erzählst du. Digga, aber guck mal, ich erklär dir auch, jetzt ist doch wieder alles da. Wir haben das geregelt und ich hab das alles alleine aufgebaut. Nee. Ja, aber willst du jetzt sagen, Monte lügt dich an, oder was? Also, was Monte sagt, lügt? Vinny, bester Mann. Was, hä? Ich sag ja nicht, dass er lügt. Ich sag nur, dass ich dass ich es wieder aufgebaut habe, was kaputt gegangen ist. Das ist ja genauso, als wenn ein Creeper hier reinkommt, was zerstört ist und ich baue das wieder auf, weißt du? Nee. Was hast du jetzt für einen Schaden davon getragen? Nichts. Einen seelischen. Wie, einen seelischen Schaden? Bevor ich in mein Haus gezogen bin, ist das schon explodiert. Ich weiß gar nicht, ob ich hier drinnen schlafen kann. Das ist... Digga, was du wieder für einen Film hier draus machst, du kleiner Wichser. Hier ist doch nichts mehr. Digga, hier ist nichts passiert, hier ist alles wieder heil. Ich immer in TikToks und so, in diesen für Reichweite, ja, Onkel Monte ist wirklich Onkel Monte, gibt immer einen Ratschlag mit, bester Mann. Das war ein und TikTok und da hast du nicht mal hochgeladen. Das war nicht mal ich. Sobald ich einmal Rücken zuwende, sprengst du mein Haus, Digga. Was für ein Mensch bist du? Das hatte persönlich Wallabiler nichts mit dir zu tun. Also deswegen habe ich auch wieder aufgemacht. Warum hast du es dann gemacht? Warum hast du es gemacht? Willi, ich nehme gleich meinen Diablog zurück. Also. Lieber Robert, ich möchte auf jeden Fall eine sehr großzügige Entschädigung dafür haben. Was?
Digga, dein Haus ist wieder da. Wo, warte. Von wem hast du deine komplette Rüstung? Von wem hast du deinen Bogen? Von wem hast du dein Schwert? Von wem hast du dein fucking Schiff? Entweder hast du das aus Liebe gemacht, aber nicht dann, um im Nachhinein das ihm vorzuwerfen. Ist doch dein Bruder. Das hast du doch gern für ihn gemacht, oder? Ja, aber wenn er mein Bruder ist, dann verzeiht er mir auch, ohne dass ich ihm was gebe. Er will einfach nur eine Entschädigung für das. Ja, ich krieg euch gleich beide. Ich stell dir mal eine Frage, okay? Rohan. Wie viel hast du geholfen am Wiederaufbau meines Hauses, nachdem du es gesprengt hast? Danke für die Rosen des Universums. Gut, besser nichts sagen. Okay? Ja, warte, ich erkläre dir das auch. Revi hat mein komplettes Haus mit Obsidian vollgebaut. Und wir haben uns geeinigt, dass wir dein Haus zusammen aufbauen wieder. Das Ding ich habe auch Stress gerade mit Revi, habe ich auch richtig Stress. Der Wichser hat meine Mutter beleidigt und er hat ja auch dein Haus gebaut, dann spreng ich es jetzt auch einfach. Ist doch okay, tamam, bis gleich. Aber du hast ja keinen Stress mit ihm. Doch, ich habe Stress mit Revi. Hast du gar nicht. Er hat gerade meine Mutter beleidigt bei Instagram, hat er mir eine Direktnachricht. Dann gehe ich jetzt zu deinem Haus, nach deiner Rechtfertigung ist jetzt ja okay. Ich spreng jetzt dein Haus und dann bauen wir es wieder auf und ist ja gar kein Problem, Digga. Nein, er hat mein Haus nicht gebaut zu 100%. Ich hab was alles gebaut. Er hat nur ein bisschen geholfen bei so räumlichen Dingen. Ja, er war hier mit dran beteiligt. Dann spreng ich das jetzt auch und dann baue ich... Dann spreng ich dein ganzes Haus, du Wichser! Was? Dann spreng ich dein ganzes Haus. Ich spreng deine Mutter. Ja, du wirst sehen. Ich werde auch dein Haus sprengen. Ich hab eins der TNT. Merkst du aber, dass deine Argumentation keinen Sinn macht? Ich hab mich doch entschuldigt. Ja, Bruder, aber eine Entschuldigung, du weißt, ne? Sascha kennt das auch, Isa kann es bestätigen. Eine Entschuldigung spiegelt sich am Hand, mein anderes Handgelenk ist doch frei, Digga. Okay, warte. Ein schönes Geschenk, Bruder, wallabila, ich werde nie wieder was sagen, bester Mann. Okay. Hey, warte, was kann ich bestätigen? Ja, ich musste nur einfach eine Metapher reden. Also, okay, ja, kann ich wirklich. Monty, Isa auch mal ein bisschen Rücken geben. Brauchst du was irgendwie? Du kannst an meine Kisten unten im Gang... So, nein, ich hab, Billy, alles ich gut. Ne, alles gut, danke. Guck mal, ich hab ein Entschädigungsgeschenk. Zeig mal her. Und jetzt kommt wieder, ich weiß ganz genau, Digga. Beste Hose, die es gibt. Jetzt, guck und doch. Wenn ich sie aufnehme, steht da wieder du Hurensohn. Du hast nämlich gerade gemeißelt, du kleiner Fuchs. Nein, steht da nicht. Ja. Hey, hör doch mal auf, Digga. Was hast du? Zeig mal her. So, beste Hose, geh raus, du Hurensohn. Du kleine Fotze, Digga. Ich hab's ganz gesagt. Ey, übertreib nicht. Ich geb dir wirklich. Ich geb dir wirklich was Gutes. Okay, warte. Chill. Das war so offensichtlich, Digga. Wie ein Blowjob in einem Porno. So, warte. Guck mal, Wallabila. Warte mal, was hast du gerade für eine Hose? Zeig mir mal deine Hose, die du hast. Die beste Hose, die du hast. Eine Ralph Lauren hier. Schaut mal. Nee, du spielst, Rohan, ich vertraue dir nicht, Digga. Voila, ich klau sie nicht, wirklich. Ralf Lauren. Ich hab Diamantenbeinschuss an, Haltbarkeit 3. Nur Haltbarkeit 3? Ja. Guck mal, was ich hier für dich hab. Das ist die beste Hose, die es gibt im Spiel. Bruder, also wenn du Netherrack machst. Bruder, hast du auch was für Digga, Willi, Bruder, dass du die ganze Zeit dich beschwerst, ich hab dir halbe Leben gegeben. Nein, ich frage doch nur für den Bruder, der für Frieden sowieso ist, weißt du? Ich möchte ein offizielles Statement hier auf den Server auch nochmal setzen. Ne? Rohan, ein ehrenwerter Mann, auf jeden Sehr Fall. Sehr schön. Ne? Ist geklärt. Kollegen seit Tag 1. Sehr auf schön. Jeden Fall. Vergesst nicht, von wem du die Kelloggs und die Feuerzeuge geklaut hast. Hey, hab ich nicht geklaut. Hab ich wieder zurückgelegt. Aber die Feuerzeuge habe ich geklaut, ja. Ja. Dass du dich nicht verstehst. Isa? Ja, gut. Oh, ja. Isa, kannst du mir helfen bei meiner Mieze? Ich will sie rüber ins neue Haus bringen. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Nee, du tötest eher Tiere. Hä? Tür schön warm, oder? Rechtsklick auf sie, oder was? Ja, rechtsklick. Ja. Und jetzt komm einfach mit. Und dann kann ich sie im anderen Haus absetzen. Ja. Mr. Fitter! Die läuft hier einfach hinterher. Mr. Fitter! Die kommt von alleine. Die sitzt da immer noch, die unfähige Fettsau. Die teleportiert sich, vertrau mir. Die teleportiert sich. Ja. Wenn du wegläufst, teleportiert sie sich einfach irgendwann. Was machst Wer denn hat meine du? Katze da geschlagen? Ich hab's ganz genau gehört. Nein! Du Wichser, ich hab das ganz genau gehört, du hast sie gekickt, sag ehrlich. Junge, ich crafte gerade, Monte. Bei mir im Haus? Ja. Was craftest du hier? Ich will Brot machen.
Digga, Monte, oh, warte, okay. Komm, Mr. Fister. Alaikum. Alaikum salam. So, Mr. Fister, komm. Jetzt, ey, der hat das tatsächlich abgebaut, die Nuttensau. Was jetzt, abgebaut? Oder was, du ich hast ihn mal. Ich hab immer eine Frage. Oh, tut mir leid. Ich wollte nur, dass die Katze sich bewegt. Ja, tut mir leid, ich hab gedacht, das war Monte. Kylo guckt so dämlich die ganze Zeit rüber. Er denkt, ich meine ihn. So, Mr. Fister, komm. Hallo? Ja, hallo. Guckt da, also ich brauche mal kurz euren Rat von Streamern. Und jetzt rechtsklick. Ja, was? Streamern zu Streamern von Rohrt jetzt weghören. Ich habe heute einen Anruf bekommen von Mercedes-Benz Daimler. Ja. Und die haben gesagt, ich muss mein Auto abgeben jetzt demnächst. Mhm. Ich konnte es auch nicht dribbeln, ich muss in den nächsten 2-3 Wochen mein Auto abgeben. Okay. Und das Problem ist, ich dachte, ich kann den Wagen vielleicht doch fahren, bis halt der neue kommt. Das ist aber nicht der Fall. Und jetzt habe ich ein Problem. Es gibt folgende Varianten und da brauche ich mal euren Rat. Mhm. Entweder mache ich jetzt einen Leasingwagen 5-6 Monate und hole und warte sozusagen auf den zweiten. Ja. Also bis halt mein richtiges Auto kommt. Mhm. Oder ich überlege mir auch, darüber haben wir schon mal geredet, Nico, mir einen Zweitwagen zu holen. Das Problem ist, dass dieses zweite Auto höchstwahrscheinlich viel weniger gefahren wird als halt der andere, weil das andere halt mein Traumauto ist. So. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich machen soll. Was sind eure Empfehlungen, wenn man sich einen zweiten... Also ja, ich würde sagen, Bro... Holt man sich was Kleines, was sehr Kleines, aber, keine Ahnung, ich stream ja viel und ich finde, keine Ahnung, kannst du dir auch mal was holen. Dann kannst du sagen, ich will eine A-Klasse, aber A-Klassen oder auch so eine Dinger, die sind ja auch mittlerweile auch gut teuer, so eine gut ausgestatteten. Da bist du auch schnell mal bei 30.000, so 30-40.000. Und dann, denke ich, kannst du dir auch mal was anderes holen. Wenn ich mir aber was Teures hole, wird der Wagen ganz schön leiden, weil der Urus wird viel mehr gefahren und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich dir was dazu sagen? Ja. Ich sag dir so, ich kenne niemanden, der in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren so durchgehustelt hat, auf Twitch und allgemein. Ja. Ich werde mir an deiner Stelle gar keinen Stress machen, Digga. Wozu verdient man das ganze Geld? Und wozu lebt man? Also, ne? Weißt du, also hol dir einfach, wenn du das Gefühl hast, du findest noch irgendeinen sportlichen Wagen geil, ob es jetzt eine A-Klasse als AMG ist oder eine S-Klasse als AMG, hol dir einfach ein zweites Auto, stell's hin und dann hast du die Auswahl. Und mal fährst du Urus, so meine ich. Also, aber ist doch nicht schlimm, wenn wenig Kilometer gefahren werden. Ja, aber ich finde es vielleicht so ein bisschen schade. Ich hatte 2 Wagen im Kopf. 3, ne, doch 2. Entweder. Montanerweise. Entweder. Ich hatte überlegt, wenn ich. Danke für den Sub mit Twitch Prime. Nochmal. Ich hatte überlegt, wenn ich in die teure Preisregion gehe, ein Taycan, ein RS7 oder ein C63. So, das sind so meine Dinger, wo ich sage, die könnten es sein. Aha. Aber ich finde es halt so schade. Hol dir doch einen Tesla. Nee, Tesla, ich so Taycan bin ich auch schon sehr am struggeln, so dieses Thema mit Elektrofahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich das bei mir laden kann. Also ich bin in der Wohnung und ich bin einer, der vergisst es dann mal. Und dann habe ich den Salat, da muss ich erstmal warten und so. Ich weiß nicht, wie das abläuft mit Elektro. Und deswegen bin ich am überlegen, was ich machen soll. Hol dir einfach das, worauf du Bock hast, Digga. Also, ja, ich weiß es nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, Digga, hol dir einen schönen S500, Digga. Beispielsweise den neuesten Mercedes als S500, der hat ja auch 400 oder so PS, 380 PS. Und ich sag dir ehrlich, der Urus, ich würde mir an deiner Stelle, wenn ich ganz offen ehrlich bin, ich würde mir an deiner Stelle ein Auto holen, was du niemals öffentlich postest. Ein Auto, was nur du und deine Freunde kennen, was, wenn du mal mit Melina oder mit der Family unterwegs bist, ein Auto hast, wo dich niemand drin erkennt, Digga. Den GLS beispielsweise, den ich jetzt habe, der ist schön und ich liebe ihn, aber und ihr kennt das ja alle selber, sobald man irgendwo mal auf der Street unterwegs ist, hier ein Foto, da ein Foto, hier einer am Hupen, und ich hatte jetzt vor einer Woche oder so mein Auto in der Werkstatt und habe irgendeinen Shooting Brake CLA bekommen in Weiß. Naja, theoretisch gesehen von der Motorleistung vom Interieur deutlich schlechter ist. Aber ich habe mich in diesem Auto so wohl gefühlt, weil ich einfach
Digga, niemand hat mich erkannt. Keller, Walter. Niemand wusste, wer ich bin. Es war einfach schön. Ja, 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 das könnte man. Aber so, das würden die Leute, glaube ich, aber auch relativ schnell so. Ich weiß nicht, ja, das stimmt schon. Die Leute erkennen dich 100% weniger, aber das wird, glaube ich, relativ schnell dann auch wieder geleakt. Ja, aber der, also ich sag dir so, ob jetzt Leute das so ein bisschen wissen und mal ein Foto davon machen, ist schon nochmal ein großer Unterschied, ob du dann ein explizites Video davon machst oder ein Bild bei Instagram. Ja. Also. Ja, 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 das stimmt schon. Aber also so das Grundlegende, das verpiss dich. Das Grundlegende, den grundlegenden Rat, den ich dir geben würde, ist, gönn dir das, worauf du auch immer Bock hast. Welches Auto es am Ende ist, das entscheidest du für dich. Aber gönn dir das, worauf du Bock hast, weil man hasselt so durch und man lebt nur einmal. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Weißt du, wie ich meine? Wenn nicht jetzt, wann dann? Fährst du, guck mal, aber bei dir ist es nochmal ein bisschen was anderes. Du hast so als, du hast ein, hast du jetzt drei Autos? Ich habe auf meinen Namen drei Autos zugelassen, ja, aber fahre halt nur zwei oder eigentlich nur ein. Hast du deine S-Klasse nicht mehr? Doch, meine S-Klasse hatte ich, also habe ich, aber die habe ich an meinen Großeltern geschenkt. Okay, okay, also sagen wir, und jetzt hast du, was fährst du jetzt? Abseits von deinem Lambo? Den GLS 63 AMG. So, den GLS zum Beispiel. Bei dir ist ja mit Abstand das Main-Auto der GLS, ne? Ja. Weil den Huracan, den kannst du ja nicht jeden Tag fahren. Also es geht dann nicht mal, es funktioniert nicht. Richtig, ja. Und bei mir ist das Hauptauto eigentlich der Urus. Bei mir ist der Urus das Hauptauto und dann braucht man als Zweitwagen so eigentlich so, wo du so sagst, ja, darauf habe ich mal Bock. Das ist sowas richtig Sportliches. So, das ist so hier, damit man Spaß hat, den fährt man nicht so oft. Weißt du, was ich meine? Aber, bei mir ist der Zweitwagen eigentlich sowas wie ein zweiter Erstwagen. Schwierig zu erklären. Ja, du hast zwei Autos, wo eigentlich fast beide als Erstwagen gehen. Ja, genau. Das soll sozusagen da geeignet werden. Und einer von den beiden ist dann halt so... Ja. Aber du wolltest den Zweitwagen dir ja jetzt holen als Überbrückung, bis dein Hauptwagen kommt, genau, richtig? Genau. Ja, 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 also dann, ja... Ursprünglich war mein Plan. Ich sag von deinem Bruder, hol dir ein Auto, wo du mit zufrieden bist. Aber wenn, also, keine Ahnung, ich würde jetzt keinen RS7 holen, wenn du den nur zu Übergangsweise holen willst. Mhm. Ja, ehrlich. Er holen, der klar, halt etwas anders ist als der Urus. Ein C200, der ist cool. Kannst du das alles machen und so, aber ich sag, wenn es ein Überbrückungswagen ist und du am Ende dein Auto als Main-Auto den Urus haben willst, dann hol dir jetzt ein easy Überbrückungsauto, clusterst ein halbes Jahr so rum und dann am Ende hast du dein Traumauto, worauf du gewartet hast. Krall. Ich hab noch einen guten Call, Eli, Digga. Ja. Den perfekten Call, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Den Wagen, den du dir jetzt holst als Überbrückung, bis dein Hauptwagen eigentlich kommt, den sucht sich einfach Melina aus. Weil dann, wenn du deinen Urus hast, wird Melina ihn einfach hauptsächlich fahren. Ich weiß, sie hat ein Auto, selbstständige Frau, aber dann hat sie ein Auto, was sie fahren kann. Und du kannst da ab und an mal dir den ausleihen oder whatever. Dann wird er benutzt. Dann wird er trotzdem benutzt. Aber dann sucht sie sich halt ein Auto aus. Ob es jetzt ein C63 ist, whatever. Irgendein Auto, wo sie sich drin wohlfühlt. Den du aber bis dahin, bis dein OS kommt, fährst. Also, ich zum Beispiel würde einen Rolls Royce extrem fühlen. Melina würde den nicht machen. Ich hätte schon ganz gerne so ein Bentley Continental. Hätte ich ganz gerne. Oh ja, Digga. Das ist ein. Eine ganz kurze Minecraft-Frage. Kann ich die Kisten, wo meine Sachen drin sind, die normalen Kisten, abbauen einfach und dann wieder woanders aufbauen oder muss ich den ganzen Inhalt erstmal vorher rausholen? Alles rausholen. Wenn du die Kiste abbaust, ploppt der Inhalt so auf den Boden. Das heißt, ich muss jetzt alles, was in dieser Kiste ist, rüberbringen? Ist das scheiße? Ja. Ist ja dämlich, Alter. Wer hat das denn erfunden? Komm mal her, Monte. Komm mal zu mir, ich hab was für dich. 4500, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, aber 4500 ist ja von der Sicherheit, vom Sicherheitsaspekt und so jetzt nicht unbedingt das beste Auto. Also wäre es ja auch theoretisch gesehen in deinem Interesse, wenn sie ein Auto hat, was sicherer noch ist, ne? Ja, wenn die Frau dann mit ihrem Bleifuß mit einem C63 rauftritt oder mit einem RS7, weiß ich auch nicht, ob das da so sicher ist. Ja, aber immer noch sicherer als in einem 4500, Digga. Komm mal her. Was sind die Koordinaten nochmal vom Dorf? Diese Kisten hier, da kannst du Sachen reinlegen. Das sind so Kisten, die du die ganze Zeit schleppen kannst. Leg mal die Kiste auf den Boden.
Ja, ich mach das im Haus, dann kann ich direkt rüber tun. Okay. Was, Willi? Kannst du mir ganz kurz im Nether zeigen, wo ich Quarks herbekomme? Im Nether? Wie findet ihr so ein C200? Du musst mit der Elytra ein bisschen weit fliegen. Ich weiß nicht, wo was ist. Du musst mit der Elytra ein bisschen weit fliegen. Und jetzt kannst du da Sachen reinpacken. Alle Sachen. Und die und dann kannst du die Kiste abbauen und mitschleppen. Weißt du? Aber weißt du, was das Ding ist, Lisa? Bei diesen C200-Geschichten, der Automarkt, ich weiß nicht, wie ihr euch damit auseinandersetzt, der ist wirklich teuer geworden. Also auch gebrauchte Autos. Das ist nicht mehr so. Also ist klar, ist ein wichtiges Fortbewegungsmittel, aber Autos sind teurer geworden. Also es ist wirklich krass geworden. Und du bezahlst auch für einen C200 eine Stange Geld. Und da bin ich der Meinung, kannst du auch, keine Ahnung, wie Monty gesagt hat, wenn du schon so viel durchhasselst, kann man da eventuell auch noch was anderes machen. Aber ich bin mir voll unsicher. Also theoretisch gesehen würde ich einfach einen Wagen nehmen, Digga, der halt vom Urus komplett der Unterschied ist. Also der Urus ist ja schon laut, also ich habe den ja mal auch vorgefahren. Der ist ja laut, bullig und jeder erkennt ihn. Also irgendwas Unauffälliges, vielleicht was Leiseres. Also ich sag dir ehrlich, so jetzt nur von dem, was ich selber gefahren bin, so ein S500 oder die S-Klasse ist schon ein wunderschönes Auto, Digga. Vom Komfort und auch deutlich komfortabler und schöner als der Urus, sag ich dir ehrlich. What? Ja, na klar, ja. Von hinten und so ist eine S-Klasse. Ich sterb hier! Genau. Brett. Aber ich bin überhaupt nicht der S-Klassen-Typ, so weißt du, ich bin so. Und was ist mit einem S-Coupé? Nee, finde ich auch. Das ist so eher so ein Auto, weiß ich nicht. Ey, kommst du her? Wo bist du denn? Mit die mit einmal hoch. Aber als Übergang sollst du ihn ja sowieso nur einen Augenblick fahren, weißt du, wie ich meine? Naja. Ich komm mit euch hoch. Oder was? Wie bitte? Was? Dass ich den dann wieder abgeben soll? Oder? Nein, aber danach, also dann kann man auch mal rechtfertigen, warum die Dame immer sauber macht und so. Dann kann man einfach sagen, du schaffst dich den Wagen aus, den fährst du dann weiter. Auf meinen Nacken musst du voll tanken. Alles geklärt, sie räumen von alleine auf. zwei Fliegen mit einer Klatsche, weißt du? Das kann ich nicht alles so sagen. Liegt das an deiner Minecraft-Sucht aktuell? Ja, die hat eine Krawatte, du musst mal sehen, meine Wohnung sieht aus wie sonst was. Aber das gehört dazu, dafür habe ich eine super Rüstung. Was? Ich finde, wie komme ich ins Nether? Alter. Rein, ne? Ja, du musst da drin bleiben, in diesem Portal. Kann ich direkt, wo, in welcher Höhe muss ich suchen? Bro, da ist überall Quarz. Da ist wirklich überall Quarz. Da gibt's kein bestimmtes Dings. Keine Höhe, keine Tiefe? Nee, gibt's nicht. Ich würde nicht weit runter gehen, aber es ist auch gut, kann auch gut sein, dass du da stirbst. Gott, Mann. Merkt euch mal bitte die Koordinaten, Chat. Bruder, ich brauche mehr von diesen Kisten. Na, Digga, du hast doch schon 3. Ja, ich habe noch eine ganze Kiste. Ich brauche noch mal 2 oder 3. Die sind schwer zu kriegen. Ich muss den anderen geben. Lisa? Nee, das passt hier gerade nicht. Ja. Was wolltest du fragen, Eli? Das ist schon mal R7 gefahren? Was? Aber eine alte Version. Nee. Okay. Ich bin aber gar kein Freund von Audi, sag ich dir ehrlich. Nee, Audi finde ich, gerade die ich weiß gar nicht, wie man die nennt, die RS-Modelle sehen mir einfach zu unspektakulär aus von außen. Und ich bin halt einfach durch und durch Mercedes-freundiger. Alleine vom Interieur macht halt niemand Mercedes was vor, so weißt du. Hab ich auch gesagt. Schätze, ich muss die Treppe auf die andere Seite machen, sorry. Von außen das brutalste Auto. Das, sowas ist immer Geschmackssache. Aber ich habe nur krasse Sachen über den RS7 gehört. Ich bin den selber noch nie gefahren. Hast du noch eine Kiste Rohrt davon? Ja, ich kann noch eine machen. Oder? Das wäre sehr nett. Eli und der Among Us? Nee, alle abgesagt in der Sucht. Ja, scheiße auf euch alle. Ist krank. Oh, den was machst du gerade, hä? Ich bin auf dem Weg ins Dorf. Bist du nicht in der Sucht? Doch, aber Among Us hätte ich trotzdem Bock drauf. Letzte Woche ausgefallen. Die ganzen E-Sportler haben meistens Turniere momentan donnerstags und die anderen sind in der Sucht. Ja. Ich mach nichts anderes. Wie, du machst nichts anderes? Außer in der Sucht sein? Ich bin der Süchtigste. Ja? Sag mal gleich, ich guck mir das gleich an. Hast du es mit YouTube nachgebaut? Hast du nicht gesehen? Hast du es mit YouTube nachgebaut wie ein Stinker? Nein. Doch, hat er. Gib's zu, Lüge! Gib's doch zu. Gib's zu.
Was? Das ist alles Kreativität. Zeig mal her. Soll ich googeln? Hier ist irgendwo eine Katze. Ich hab eine Katze. Man hört das auf zu brennen. Ich hab eine Katze. Danny, läufst du richtig? Von Isa, ich hab ne Katze. Verkackt, ich Digga, einfach Hodor. Minus 300. Isa. Hodor, sag ich, einfach Dings. Hagrid heißt der? Digga, 1:1 die Bude. Hä, hey, aber wo weißt du denn, dass das ist? Das kann ich auch selber gemacht haben, hä? Wo ist denn der Beweis? So ein Fettsack, Danny. Ja, hast du mir geklaut, der Wichser. Nee. Ganz kurz, was ist denn das Dorf? 700, 300 oder 700 minus 300? Ja, hast du mir geklaut. 700 minus 300. Was, aber sag trotzdem, sieht geil aus. Ich muss es dir leider sagen, geil. Aber diese Katze. Ja? Ich muss sie mir selbst holen, weil sonst ist sie nicht verbunden zu mir. Doch, ich hab sie nicht verbunden zu mir. Das ist ein Muggel. Ich muss sie mir selber holen. Eine Katze. Eli, kann ich die killen? Die ist nicht verbunden zu mir, ne? Ich weiß, aber sie, das ist so, als mental. Wenn dir jemand dein Haustier ausgesucht hat. Verstehst du's? Du musst es sehen. Ja, aber auch mal Tierheim unterstützen, Eli. Hallo. Komm mal her, ich habe noch eine andere Katze für dich. Ich muss sie selber sehen mit meinen eigenen Augen. Ich brauche eigentlich auch du, Mann. Du kannst die beiden paaren und dann gucken, was für Babys rauskommen. Was? Okay. Ich brauche eine graue auch. Das sieht nicht aus wie Diego. Gibt's ja, das war das. Ja, komm, das war halt das, was da war, weißt du? Ah, okay, das war das, was da war. Ja, hast du mir geklaut, der Bastard. Frag ich. Zeig mal das YouTube-Video-Chat. Ich will mal einen Link sehen. Ja, guckst dir an, er ist mir nachgebaut. Er hat bei mir im Stream gesehen, wie Klinges hinbaue und dachte, boah, das mache ich nach. Er hat ein Tutorial ausgemacht, was soll ich sagen? Ich brauche eine Katze. Das ist jetzt die Zeit, ist auch nicht grau. Hast aber gefunden, mit denn? Weiß und Schwarz sollte grau kommen. Wie kann ich dir jetzt... Digga, einfach das erste... Jemand tot? Einfach das erste Video. Ernsthaft? Ist das erste Video? Ja. Du gibst einen Hagrid's Hood und das ist das erste Video, was er nachgebaut hat. Er hat sofort geklaut, Digga. Hat ihr das gesehen? Geistkrank, oder? Ja. Digga. Isa, was machst du da? Mein Haus gibt's auch schon auf YouTube. So fahren, halt. Also wer von euch TNT hat, kann sich gerne bei mir jetzt an der alten Bude treffen, denn das Ding werden wir sprengen. Yes! Komm her. Oh, ja, ich geh sofort. Ich muss einmal ganz kurz hier noch... Ich geb nichts aus, aber ich guck zu. Ja, nee. Nicht auf dieses Weiße. Nicht, dass da wieder ein Tutorial-Video von kommt dann. Komm, scheiß drauf. Sieht trotzdem geil aus, mein Haus, sag ich. Was dazu, das Rohr hat der Kiffer dein Haus in die Luft gesprengt hat? Wir haben das schon geklärt. Ich habe eine Entschädigung bekommen. Was hast du bekommen? Eine super Beinrüstung. Aber nicht die Zweibein, sondern die Dreibein-Variation. Digga, scheiß drauf. Komm her. Was ist das hier, Digga, Eli? Jawohl, ich mache mir gerne eine Katze. Sagst du schon mal ein paar Erfahrungen sammeln für einen Zweitwagen, oder was? Ja, wo ich warte. Soll ich hier so rüber? Ja. Du kannst dann hier rüber. Lass dein Ding jetzt in die Luft sprengen. Meine Finger zittern schon die ganze Zeit. Ja, weil das müssen wir mit viel TNT. Ich hab hier TNT. Achso, willst du da... Mach richtig viel, Digga. Oh Mann, mir blutet das Herz. Kommt ihr her? Zelebriert ihr das mit mir zusammen? Ja, weg den Scheiß. Schnauze, Medi. Es gibt britisch kurzer als das ist ein. Es gibt eine graue Katze, ja. Aber wenn du die paarst, sollte eigentlich random eine Farbe rauskommen. Oder, Basti? Ab und zu kommen ja random Farben raus, oder? Eigentlich schon eigentlich von den Eltern eigentlich eine Farbe. Warte kurz. Gesagt. Oh, okay. Von den Eltern eine Farbe? Dieses Drecksgame! Schau mal. Bist du gestorben? Du hast gestorben? Nein, Mann, mein Game ist freeze. Versammelt euch vorm Ilsebach. So. Noch nicht, wir warten auf Rohrt. Versammelt euch alle vorm Ilsebach. Und wenn du die im Boot lässt, die spawnt die nicht, plus die kann nicht weglaufen. Okay. Boah, vielleicht kommt bald eine neue Katze. Warte. Wo kann man denn noch ein bisschen legen? Sieht so dumm aus. Ich hol mir nochmal schnell was zu trinken, ich komme sofort wieder. Ich bin kurz müde. Oh, warte, wie lange bist du weg? Wie lange bis zur Sprengung? Wieder da. Ein paar Minuten, wir warten kurz auch noch. Okay, dann machen wir ein Sandwich mit dem Sandwich Maker. Lisa, was soll ich jetzt machen? Achso, ich bin schon weggegangen, so. Du machst das schon, oder? Also, jetzt gehen wir. Wir springen ins Wasser. Schlafen, dass wir helligen Tag haben. Komm mit, Sohnemann. Also.
Aber im Dunkeln ist es doch geiler, wenn es wegknallt, oder? Ich hab am helllichten Tag sieht man aber mehr, glaube ich. Geiler. Ich hab hier rohe Fische, Isa. Ja, achso, rohe Fische hast du schon? Ja. So. Ja, dann gibst du jedem einen Fisch. Monte, tagsüber oder abends? Nee, jetzt. Abends. Ich bring das Ding in die Luft, warte. Leg noch ein bisschen was rein. Mit rechtsklicken, rechtsklick. Eli, komm her. Rechtsklick, draufklicken. Also mehrere, bis Herzen kommen. Das geht nicht, ich kann keinen Fisch legen. Rechtsklick auf die Katze. Oha, Digga. Rechts, nicht links. Ach so. Okay, ich würde lieber rausgehen. Ich würde lieber rausgehen, Jungs. Noch nicht. Eli muss auch noch kommen. Kannst nicht warten, ne, Robert? Nee. Nee, mach lieber jetzt. Kannst nicht warten. Müssen direkt kommen. Eli und Isa müssen auch herkommen. Ja, komm. Ey, du hast meinen Bogen eingesammelt, Kloputzer. Jetzt, mach das Rechtsklick nochmal auf die drauf. Beide. Wer, ich? Ja. Ohne Fisch. Nein. Doch. Ach doch, hier. Rechtsklick. Hab ich nicht beide gesehen. Einmal. Und die andere auch. Wieso kann ich nicht schießen? Jetzt nochmal Fisch geben. Ah, ich habe keinen Pfeil dabei. Ja, kein Pfeil, genau. Okay. Und jetzt, ja? Startet den Shit. Jetzt. Ja, warte noch. Achso, oder so. Okay. Tut es! Du hast das Schieß rein. Eli, komm her! Liebt euch, meine Katzen machen gerade Liebe. Da kommt eine kleine raus. Schwarze Katze und raus wieder. Brauchst du mich nicht. Schnell, Eli, komm her. Ins Tier mit der schwarzen Katze. Jetzt lade aber ja keiner. Digga, sogar da hat Willi geklaut. Digga, er ist der größte. Digga, Willi ist der größte Downer auf dem Server, ne? Hat er TNT geklaut, oder was? Ja, ja. Nee, noch nicht. Warte auf Eli noch, Digga. Oh, bin auch da. Das Lilane. Nicht das Neue. Das wird ein bisschen auf Sydney, glaube ich, rübergehen, ne? Also so. Das ist egal. Nein. Warte. Nein. Doch. Lass mich nochmal checken. Hoffentlich auch Sydney. Sonst würde ich mich so freuen. Oh, aber bitte nicht meine Brücke. Also das rechte TNT kann das linke TNT so ein bisschen zur Seite sprengen. Nein. Da ist doch meine Brücke. Geh raus. Geh raus, Isa. TNT. TNT. Okay, lass draufschießen. 2, 1, schießt. Bring den Lachs. Oha. Oha. Schieß weg! Oh. Yeah. Richtig! Das war's komplett, Arino, Alter. Hey, wie gut, Digga, alles weg. Sache. Digga, das ist ja einfach komplett weg. Clean. Das ist aus der Schande. Danny, Alter, wenigstens ohne Tutorial-Video entstanden, Alter. Ja, wegen selber gemacht, Mord, nicht von Redi machen lassen, Stinker. Medi, schnell bauen, ne? Das hier aber doch nicht. Ey, Medi, wieso klaust du denn direkt? Medi, schnell bauen, ne? Ja, klar, wahrscheinlich. Weil die Stelle sind voll geil. Was soll denn das, Isa? Was? Du hast sie noch abgeschossen, ich hab's gerade genau gesehen. Ey, ist Sidney sein Haus eigentlich kaputt? Das weiß ich ehrlich nicht. Nee, leider nicht. Nichts passiert. Schade, Digga, ich hab extra noch links einen TNT-Block platziert. Ich hab's auch so enjoyed. Hey. Hey! Das schöne Haus, Alter. Stinker! Das war so ein Stinkerhaus, Digga. Das sieht so viel besser hier aus jetzt. Oh mein Gott, ich hab was dir gefallen wird. Mann, hör auf zu schießen, du Schwanz, ey. Danny, Digga. Ich doch nicht, er ist Medi. Ich hab gar keinen Bogen dabei. Du hast einen Bogen, hab ich ganz genau gesehen eben. Monte, brauchst du einen Bogen? Lüge. Nee, ich hab einen Bogen, danke. Ein Pfeil. Nimm die Rüstung aus meinem Ding. Oh, ich hab nur einen. Tunnel, zweite Tür. Nee, da fällt man runter. Ich hab das schon bei TikTok gesehen. Ey! Digga, alles auf Pfeil. Digga, ich sehe alles, was ihr hier macht, sehe ich immer abends bei TikTok, Digga. Das ist krass, dass du so up to date bist. Wer ist da nochmal runtergefallen? Sydney, ne? Oder nee, wer ist da runter? Ja, Sydney. Mit 24 Level oder so. Schön TNC. Hier, eine Rakete. Alles hier rein. Können wir uns ganz kurz schlafen legen? Ey, Juan, nee. Kannst du mir Fliegen beibringen? Nee, red wieder mit mir selber, du verhältst. hast du eine Elytra? Ja. Ja, kann ich machen. Aber ich glaube, Basti ist besser Lehrer. Ich bin voll scheiße bei sowas. Ja, nee, dann ich frag nicht mehr, sorry. Willst du eine Flugstunde haben, Willi? Ja, bitte. Also, Ron hat gar keinen Bock, aber ich weiß nicht. Marcel, bist du in deiner Hut? Ja, ich bin mal wieder. Okay, ja, das kommt gleich. Nee, war es dein geiles Umfeld, weißt du? Ich leg mich kurz schlafen. Ja, ich bin auch schlafen. Ich komme auch. Monte!
Bist du noch offen für die Dia-Wette? Oh. Eine Wette. Ich hab zu ihm gesagt, wir in einer Stunde mehr Dias farmt. Um was? Das Problem ist, zwischen uns beiden. 1000 Euro. Ganz kurz, ich hab hier zwei Katzen zu verschenken. Wäre jemand zwei Katzen? Nee, bring mir schon. Monte, ich würde dafür Gendrys Gear geben. Meine Spitzhacke. Nein. Geben. Wir machen normale Dia-Spitzhacke, also ohne Fortune. Ach so. Ohne Billy? Ja, komme. Können die... ABC, danke dir für deinen Zapgif. Können die Katzen irgendwie ins Freie laufen oder gehen die mir jetzt die ganze Zeit auf die Nerven? Die gehen dir immer auf die Nerven. Nimm mal die Spitzhacke, geht schneller. Vor Creepern, glaube ich, sogar, ne? Außer du legst sie halt auf eine Stelle fest. Aber gib mir die danach wieder. Rechtsklick, nee. Dann bleiben die da sitzen. Was war der? Bleiben die dann sitzen? Ja. Digga. Komm, ich verstehe. Geh mal hier die Treppe hoch. Digga, was ist das denn für eine Schaufel? Mit der Lytra an und guck mal ganz kurz, wie ich es mache. Du springst hier runter und in der Luft drückst du Leertaste, um deine Flügel zu aktivieren und dann gleitest du einfach mal so ein bisschen hinunter. Das ist einfach eine Gefühlssache. Du musst aber den Kopf... Haben wir 5,2k Subs? Danke, Chat. Ah, ne. Moin. Hey, noch 10, Digga. Bin ich. Ey, gib mir die mal wieder, du Wichser. Hab ich doch. Einfach mal so oft, dass du einfach mal ein Gefühl bekommst und dann zeigst du irgendwann, wie das ein bisschen schneller geht. Gib mir. Wie sagt die? Ich hab gar nichts. Hier ist sie, hier liegt sie. Digga! Gib mir meine! Ja. Was ist doch deine? Digga, Rohat, Wallabila, ich komm zu dir nach Hause. Und ich fick dich direkt im Stream. Aber, gib mir doch mein. Hey, was ist das denn? Digga, Willi, was machst du? Was willst du? Drück einfach einmal springen und dann einfach mal. Was ist das für eine scheiß Musik, Digga? Wo seid ihr alle? Jetzt einfach mal ein bisschen gleiten. Der war stark. Jawohl, Willi. Die Musik ist so cool. Wie Peter Pan. Zeig nochmal. Guck mal, Willi, nimm mal jetzt noch ein paar Raketen. Jetzt zeig ich dir ganz kurz, was du damit machen kannst. Du kannst mit Raketen noch in der Luft so zuschießen. Wie Nitro einfach. Okay. Wenn du jetzt halt einfach jetzt ein bisschen gleitest, kannst du in der Gleitphase einfach eine Rakete mal rechts klicken und dann ist es einfach wie ein Boost. Und dann musst du aber den Kopf führend rechts klicken und den Kopf musst du weiter nach oben ziehen. Warte, ich lass mich noch einmal gleiten. Ja. Komm mal mit, ich hab noch zwei Geschenke für dich. Okay. Digga, wie laut. Warum brennst du nicht? Hört sich richtig scheiße an. Hey, Mr. Fister, wie geht's? Hey, Digga, Danny, muss ich dich ficken? Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ganz genau. Es tut mir leid, ich hab die Hand, ich hab die Schere. Danke. Und wenn du langsamer wirst... Ey, ich hätte die Hand, ist so gut, ich bin gleich tot. Okay. Wieder da? Aber wichtig, Willi, wenn du landest, du darfst nicht mit dem Kopf so senken. Okay, gut. Du bist so ein Falscher. Du musst immer so ein bisschen Gefühl. Ja. Und du kannst reintrittisch, wenn du jetzt eine Rakete hast, guck mal. Du kannst auch einfach jetzt auf dem Boden, wenn du einfach auf die Leertaste drückst, auch in diese Flugphase. Du musst nicht immer von was Hohem runterspringen. Okay. Warte, ich probier's. Ich hoffe. Heb die Hand. Hallo, Ich hoffe. Ich bin das nicht, Rohat, Digga. Hallo. So. Aber Digi, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass hier Grundstück und so, weißt du, ist Privatgelände. Hallo. Also da haben sich manche Schüler ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Digga. Ich sag dir ehrlich. Basti weiß, wie sich anfühlt. Ich hab das Gefühl, was? Revi hat nur mit 20% gemacht. Freiheit. Harry Potter? Ja, so Harry Potter mit einem Besenflieger. Ich finde Revi hat die Gepfuschbronte. Wie cool ist das? Digga, ja, übertriebener Gamechanger. Könnte man über deinen Körper aussagen. Du musst das Ding einfach verzaubern mit Mending und Haltbarkeit, damit sie nicht kaputt geht. Ich hab Elytra... Ich wollte dir Anschwung geben. Achso, du hast die an. Okay, top. Dann passt das. Oha. Oha, das war Danny. Rohan war das, hä? Wallabila, das war Danny. Feuerbogen. Ich hab keinen Feuerbogen. Sag mal, Wallabila? Doch, Danny hat einen Feuerbogen. Danny ist auch so eine Lügensau, Digga. Danny, ich stinke aus der Ecke. Komm, lass ihn ficken. Digga, nein. Ich will bitte nicht. Komm, ja, nehm, ich zieh durch, Junge. Genau, Haltbarkeit musst du auch noch drauf packen. Haltbarkeit 3 brauchst du noch. Hilfe. Wo kriege ich das her? Billy, Hilfe. Weißt du, wie man mit Villagern handelt? Ey! Nee. Nein, ich bin gleich tot, bitte. Bitte auf. Ich hab noch zwei Leben. Hast du ein Passmaß? Wie zwei Leben? Dann wärst du jetzt schon tot, Digga. Kennt mich. Zweieinhalb Leben. Ich schwör auf alles. Das sind die Grünen, ne? Ich schwör auf alles. Genau, tu's, Rohat, tu's. Ja, ich hab, glaub ich, alle verloren, wo tu's. Ich in der Ding mal drin war. Rohat, dein Freund. Rohat, hast du ein paar Smaragde?
Digga. What? Wie viel Leben hast du? Wie viel Level? Wie? Danny? Der 12 Level, du Bastard. What? Ja, 12 ist gar nichts. Entspann dich, komm her. Digga, warum What? Schleppst du so viel Lapis mit? Was ist, Willi? Hast du ein paar Diamanten für Elytra? Diamanten für Elytra? Ja, dass ich irgendwie... Du brauchst auch noch einen geilen Skin, Danny. Pass auf, Willi, ich kann dir direkt schon sehen. Ah, okay. Ich wollte so ein Dingskin haben. Ein Hagrid-Skin. Ein Hagrid-Skin brauche ich. Wie ist Sam Norman, ne? Ja, der hat auch mein Skin gemacht. Ey, denke ich, so wie ich ihm gesagt habe, 1 Million Klicks. Jetzt einfach auf die Elytra mit draufpacken. Im Was? Amboss. Die machen Skins? Echt jetzt? Ich hab so mäßig gesagt, wenn er macht sein Moment. TikTok 1 Million Klicks und was hat es? Warte mal. Wo ist die Scheiße jetzt? Digga! Ah, keine 1 Million Klicks. Okay, jetzt ist vorbei, Danny. Ich hatte 20 Level, du Penis. Ja, den 12 Audio, ich hab ja erfahren, Stinker. Okay, Danny. Siehst du die Elytra jetzt aus und dann hier am Amboss Elytra links. Boah, das ist dir jetzt gefallen? Haltbarkeit reinbuch. Boah, du bist ja quitt, Digga. Ich hab eben um mein Leben gebettelt. Wo bist du? Wo? Hier rein. Hier. Ja, in dem Amboss. Genau. Ich hab eben um mein Leben gebettelt, Robert. Was soll das? Elytra links? Genau, und ich rechts. Ich hab gebettelt wie ein Hund. Komm mal, wo bist du? Ein Hund hab ich gebettelt, wie ein Hund. Dann bell auch. Ich hab nichts bellen gehört. Und dann kommt Trepper. Ey, wie gebettelt, das reicht schon. Genau. Schon für TikTok vorbereiten. Jetzt ist es drauf. Cool. Wo ist er? Top. Danke, der Robert. Robert, ja, gut. Oh, bitte komm herauf. Hör auf, bitte. Henry's Gear. Denk an Henry's Gear. Hör auf. Henry's Gear. Danke. Gruß. Liebe. Okay, komm. Ich fass dich an. Das war ich nicht. Schwör auf alles. Das, guck im Chat, das war Monte. Hab ich dich getroffen oder was? Tut mir leid, Danny. Komm her. Ja. Wo ist mein Stuff? Was mein Stuff? Hier? Okay. Warum schleppst du so viel Lapis bei dir, Digga, hä? Digga, er hat einfach... Ich hab's aufgesammelt. Ich kam eben von der Tour mit Medi. Hier? Ja. Hier unten. Ich brauch Gendry's Gear, sonst fang ich an zu weinen. Gendry's Gear, die zweite. Gut. Ja, Monster Töten mach ich gleich. Hier jag ich gleich den Stricher. Es wird langsam an der Zeit. Okay. Weil Phoebe eine Kiste hat. Du hast mir eben so in den Dolch reingerammt. Ich wusste nicht, dass du One-Shot bist, Diggi. Sorry. Wo ist denn deine Bude überhaupt? Zeig mal her, den Schuppen. Hagrid seine Hütte, Digga. Erstmal müssen wir... Ich muss erstmal für Gerechtigkeit sorgen, Monte. Oha. Ist Medi noch hier? Er will dich ficken. Du Wichser! Hat einer noch von euch Quark? Du kleiner Wichser! Verpiss dich! Willi, wenn du willst aus der Kiste. Oh, ja. Okay, warte, du machst dich ja das. Sieht so cool. Ich bin bereit. Alles gut. Kleine Fotze. Du bist ein Wichser, Digga. Komm her. Ich hab nur meinen Bogen mit. Ich bin ein Mastolas. Der fette Legolas bin ich. Was ist denn das? Rot, oh, Mann, im Hacklischer. Was du da angebaut hast. Ey! Digga, was? Willst du den Deck einlutschen oder was, Digga? Geisteskrank. Das hat mich wieder mit angreift. Was ist denn das Rosane hier? Oh, da kommt der Bastard wieder. Wenn ich geschwächt bin, wenn da kein Boden ist. Tränke machen. Mods, Koordinaten merken. Ausrufezeichen. Vielen Dank, Basti. Ich hab hier 2 Sex genommen. Ja, kannst du. Oha! Hast du gehört, wie schnell ich das gesagt habe? Wieder auf Körpergewicht. Auf meine Schwachstelle. Mit der Achillesferse ist das. 700-300, ne? Sind die Koordinaten? 700 minus 300 ist das Dorf, ja. Oha, episch Duell. Oha, er ist fast dead. Die Figuren sind dann immer weg. Nein, bin ich nicht. Alba muss ich dich holen. Vergeltung schlagen. Nee, nee, verpiss dich, Digga. Das Schild ist kaputt, Stecker. Lauf! Oh. Hey, Basti, by the way, die Treppe kann ich nicht. Du Wichser! Oh! Karl Bogo heißt dein Bogen. Ich will lange nach unten gehen. Karl Bogo! Karl Bogo heißt mein Bogen. Wieso heißt dein Bogen so? Karl Bogo? Hast du mein Schild kaputt gemacht, Digga? Schuld ist mir ein Schild, Alter. Bis dahin. Schild kann ich dir geben. Ja, gut. Und ich werde mir ganz genau das angucken, Digga. Wenn du eine Sache klaust, Digga, ich werd nach Elmshorn kommen, Digga. Nein, wollen wir eben. Nein. Ich hab irgendwas mitgenommen, was war's? Immer stressig. Oh, hör auf, Bro. Was soll das?
Schieß. Ich will mir meine eigenen Katzen holen. Aber weil, ey, ganz kurz, ich hab's bis jetzt nicht verstanden. Was bringen überhaupt die Level? Mir ist es eigentlich scheißegal, wenn ich sterbe, muss ich ehrlicherweise sagen. Boah, hör auf, jetzt kannst verzaubern halt aus.